Hallo ihr Lieben, heute habe ich Nutella-Pralinen oder man könnte auch Cake-Pops draus machen für euch. Es ist eigentlich gar kein richtiges Rezept, es ist mehr eine Resteverwertung. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. So, wir brauchen Kuchenreste. Ihr könnt natürlich auch einen fertigen Kuchen verwenden oder Butterkekse. Ich hatte letztens vor ein paar Tagen ein türkisches Rezept hochgeladen, İmam Sarı, und da wurde der Teig ausgestochen und natürlich wollte ich den Rest verwerten. Der wird jetzt hier einfach ein bisschen zerbröselt und da kommt jetzt Nutella hinein. Nicht so viel Nutella erstmal hineingeben, tastet euch da ruhig ran, weil es könnte sein, dass ihr eben etwas weniger braucht, je nachdem, wie euer Teig oder wie euer Kuchen so ist, ob er trocken ist, ob er eher feucht ist, ob ihr mehr Kuchen habt oder weniger Kuchen, ne? Ihr wisst Bescheid. Wenn die Masse sich dann gut zusammendrücken lässt, ohne zu zerbröseln, ist er auch fertig. Wie gesagt, wenn nicht, gebt ihr einfach noch ein bisschen mehr Nutella hinein. Und jetzt einfach zu Kugeln formen und dann für circa 10 bis 15 Minuten in den Kühlschrank stellen, damit sie ein bisschen fester werden. Nun benötigen wir zerlassene Schokolade. Ich habe Vollmilchschokolade hier. Ihr könnt auch zartbitter oder weiße nehmen. Und die Nutella-Kügelchen, die werden jetzt dort hineingetunkt und gut von allen Seiten damit benetzt. Ich habe zwei Gabeln zu Hilfe genommen. Wenn ihr jetzt kein Pralinenwerkzeug habt, habe ich auch nicht. Es muss auch nicht sein, ne? Gut abtropfen lassen und dann auf Backpapier legen und trocknen lassen. Nach dem Trocknen habe ich noch ein bisschen zerlassene Zartbitterschokolade darüber gezogen. Und dann waren sie auch schon fertig. Sie sollten bis zum Verzehr im Kühlschrank bleiben. Falls ihr das Rezept mal ausprobieren solltet, schickt mir gerne eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Jetzt viel Spaß dabei und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!